Als nächster Herr Abgeordneter Dr. Markus Czank. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, meine Damen und Herren zu Hause vor den Bildschirmen, Hohes Haus. Einmal ein sehr großes Kompliment an die neue Bundesregierung. Sie hat es geschafft, die EU-Vergaberichtlinien innerhalb von nur wenigen Monaten des Regierens in einem neuen Vergaberechtsreformgesetz umzusetzen. Das ist natürlich jener Arbeitsstil, den wir als dynamisch und kompetent bezeichnen. Und einmal danke an dieser Stelle an die österreichische Bundesregierung für diesen wirklich großen Wurf. Bei dieser Gelegenheit frage ich mich natürlich, was hat die Kern-SPÖ in den letzten 2 Jahren gemacht? Die Gesetzesvorlage lag also zur Bearbeitung im Bundeskanzleramt. Es gab dort einen zuständigen Kanzleramtsminister. Die Umsetzungsfrist für die Richtlinie ist schon am 18. April 2016 abgelaufen. Und der EuGH hat auch schon die Klage erhoben gegen die Republik Österreich. Also mein Eindruck ist, sehr geehrte Damen und Herren, dass der Herr Altkanzler Kern offenbar ganze 2 Jahre im Dornröschenschlaf verbracht hat, bevor er diese Richtlinie zur Umsetzung gebracht hat oder bringen hätte sollen. Gibt es bei Ihnen offenbar niemanden, der ihn wach geküsst hätte. Hätte also die österreichische Bundesregierung jetzt nicht schnell reagiert, wären also Bußzahlungen in Millionenhöhe auf die Republik zugekommen. Das sind wirklich riesige Summen, sehr geehrte Damen und Herren. Und das ist ziemlich enttäuschend, dass die SPÖ-Regierungsfraktion das hier in keiner Art und Weise hier heute thematisiert. Gehen wir vielleicht ein bisschen in medias res. Das Vergaberecht in der ist eines der wichtigsten Gesetzesmaterien und es geht hier um sparsame und nachhaltige Verwendung öffentlicher Mittel. 2010 betrug der Anteil des öffentlichen Auftragswesens am österreichischen Bruttoinlandsprodukt rund 15%. Das sind mehr als 60 Milliarden Euro jährlich bzw. 18% am europäischen Bruttoinlandsprodukt. Also die volkswirtschaftliche Dimension des Vergaberechts ist eine gewaltige, sehr geehrte Damen und Herren. Umso mehr noch einmal wundert es mich, dass die SPÖ hier so lange geschlafen hat. Und man sieht, kaum sind die Freiheitlichen an der Regierung, ja, muss man sagen, werden die Dinge dann auch umgesetzt und es wird nicht mehr gefaulenzt, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist ja das Schöne. Mit diesem österreichischen Vergaberecht, das hier jetzt zur Abstimmung gelangt, wird das österreichische Vergaberecht fit gemacht für das 21. Jahrhundert. Kurz einmal zu den Eckpfeilern. Die österreichische Bevölkerung soll es auch ein bisschen erfahren. Worum geht es denn hier in diesem Gesetzesentwurf? Es kommt zu einer Vereinfachung, zu einer Flexibilisierung der Vergabeverfahren. Der Zugang zum Verhandlungsverfahren wird vereinfacht. Es gibt mehr Flexibilität und auch große Vereinfachungen im Unterschwellenbereich. Das ist wichtig eben für kleinere Auftragsvergaben und vor allen Dingen eben für die kleine und mittelständische Unternehmerstruktur. Qualitätssicherung ist ein zentraler Punkt durch eine weitere Verstärkung des Bestbieterprinzips. Der Billigstbieter ist eben nicht immer der Bestbieter und gerade bei der Gewichtung von Vergabekriterien und die in der Praxis damit zu tun haben, kennen das. Es gibt ein Punktesystem, das kann man also dann oft nach Belieben gewichten und dieses Punktesystem, das ist natürlich missbrauchsanfällig und wenn man hier zum Bestbieterprinzip kommt, dann kann man das ein bisschen besser unter Kontrolle halten. Und zu guter Letzt elektronische Vergabeverfahren ab 2018. Das ist sozusagen das 21. Jahrhundert. Hier geht es um harmonisierte Softwarelösungen, enge Abstimmung auch zwischen Unternehmern, Bund und Land, damit das halt hier auch entsprechend elektronisch abgewickelt werden kann. Und auch ein ganz besonderer Punkt, eine verstärkte Berücksichtigung der Barrierefreiheit bringt also positive Effekte auch für Menschen mit Behinderung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte abschließend vielleicht kurz zum
Kollegen Noll noch etwas sagen. Der Vorwurf des Abschreibens der Richtlinie, das möchte ich so nicht stehen lassen. Sie wissen, die EuGH-Judikatur ist für Österreich natürlich relevant. Der EuGH trifft hier bestimmte Interpretationsfragen, klärt das. Und es würde dann so sein, dass es auf der zweiten Ebene, wenn wir andere Begriffsbestimmungen verwenden, ganz einfach zu ständigen Lücken bzw. Abgrenzungsproblemen kommen würde, unter Umständen zigweise Novellierungen. Also Ihr Vorschlag würde zu einem ziemlichen Rechtschaos führen, wenn wir das zu Ende denken. In diesem Sinne, alles in allem, ein großer Wurf. Danke an die österreichische Bundesregierung. So wie sein Vorgänger Wittmann von der SPÖ hält auch der freiheitliche Anwalt Czank aus Wien das neue Vergabegesetz für einen großen Wurf.